Heute gibt es wieder einen Abonnenten der Woche und zwar ist das Can Aslan. Wenn ihr Abonnent der Woche werden wollt, einfach abonnieren und dann seid ihr automatisch in der Verlosung. Auf geht's zum Video. Bam! Schieß, was geht? Heute gibt es eine weitere Folge. Ich bewerte eure Teams und ja, ihr seht es, ich habe den FC Barcelona an und zwar nicht irgendeinen Spieler, sondern einen der, ja, der Besten, die jemals gespielt haben. Es ist der Vorgänger von Lionel Messi, es ist Diego Armando Maradona. Ja, mit der Nummer 10. Genau, und ich würde sagen, wir steigen ein, let's go. Bam. Beim letzten Mal habe ich euch gefragt, das Team von Reselado zu verbessern und da hat Hans Thomas geschrieben, fürs letzte Team Varane für Nacho Fernandes, dann Inform Cancelo für Cancelo und wenn du ein bisschen Fun haben willst, Inform Valencia für Thorgan Hazard. Ja, vielen Dank dafür und wir kommen zum Video. Bam. Das erste Team kommt von Jan, er folgt mir und ist beigetreten Mai 2018. Ja, er schreibt, hi, ja, hier ist mein Team, Untrade sind Del Piero, Rashford und Goretzka, Budget 650.000, Hashtag Schießteam, Hashtag PS4Share. Dann Grüße gehen raus an Hagelfrog und an Happy Hippo. Vielen Dank für die Verbesserung, wir kommen zum Team. Da haben wir im Tor Allison, da haben wir in der Verteidigung Hakimi, dann Boateng, Van Dijk und Robertson. Im Mittelfeld haben wir Doucouré und Goretzka und dann vorne haben wir das Quartett mit Julian Brandt, dann mit Anthony Martial, dann haben wir noch Rashford da und Del Piero. Genau, Main heißt das Team, 186 ist die Bewertung und dieses Team ist insgesamt 1,7 Millionen Coins wert. Ja, was würde ich hier machen bei diesem Team, wo wir, erstmal was haben wir hier, wir haben Bundesliga und wir haben Premier League, ne? Gell? Sehe ich auch so. Ja, und wir haben ein Budget von 650.000. So, das Erste, was ich machen würde, ich feiere halt da den Boateng auf, keine Ahnung, 4 Chemie oder was, der ist halt überhaupt mal gar nicht. Den würde ich austauschen. Und zwar würde ich da Axel Witzel Foot Birthday reinstellen für Jerome Boateng. Dann das Zweite, was ich machen würde, wäre Alderweireld Karneval für Van Dijk. Die Karneval-Karte auch sehr stark. Ist jetzt nicht die allerschnellste, aber es hat vor allem in erster Linie chemietechnische Gründe, weil jetzt können wir nämlich Allison raustun, der mir nicht so gut gefällt und dafür Courtois reintun, der ebenfalls Belgier ist, wie bei den anderen beiden Innenverteidiger. Genau, und zu guter Letzt haben wir noch ein bisschen Budget, da würde ich Robertson ein Upgrade geben auf die Second Inform Variante. Genau. Das ja, wäre so das, was ich hier bei diesem Team machen würde. Ich sehe da noch Leon Bailey und dazu noch Nani auf der Bank. Da hast du noch ein paar gute Alternativen. Rüdiger natürlich auch noch und Gnabry und Esswein. Also starke Subs. Ist natürlich die Frage, hast du da nicht vielleicht ein bisschen zu viel in die SBCs gebuttert, die du dann am Endeffekt gar nicht ja, als Starter spielst? Das ist, sind persönliche Präferenzen, da möchte ich mich jetzt gar nicht einmischen. Ich persönlich gucke, dass ich so wenig SBCs mache wie möglich tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich glaube, einige sind da auch ein bisschen süchtig, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber ja, wie gesagt, ist ja auch nur ein Spiel. Und wir kommen damit zum nächsten Team. Jannis Levin, er folgt mir und ist Arminia Bielefeld-Fan. Kommt auch aus Bielefeld, beigetreten Juni 2017. Er schreibt, Hashtag Schießteam, hi, gibt's Verbesserungen, habe gerade 150.000 zur Verfügung, Untrade sind SBC und Reward-Spieler, danke im Voraus. Grüße gehen raus an Hagelfrog und an Scale, danke fürs Verbessern und wir kommen zum Team. Da haben wir im Tor Handanovic, dann haben wir Milinkovic-Savic, dazu Lukaku, dann haben wir Koulibaly und Alexandro. Im Mittelfeld haben wir Emre Can, dazu Brandt und Boateng. Vorne haben wir Jadon Sancho, dann haben wir Jovic und zusätzlich Serge Gnabry. Ja, DSC Forever heißt das Team. 188 ist die Bewertung und wir haben einen Teamwert von 520.000 ohne SBC-Spieler, wie immer. Auch eine extrem SBC-lastige Bank oder untradable starke Bank. Also sehr, sehr viele starke Spieler. Ronaldo ist natürlich auch überragend. Was würde ich hier machen? Was würde ich bei diesem Team hier machen? Wir haben ein Budget von 150.000, was jetzt natürlich nicht so viel ist und da wir sehr viele Untradables haben, ja, ist das keine leichte Aufgabe, aber ich habe überlegt, was ich machen würde, wäre als erstes mal Jadon Sancho auszuwechseln und zwar mir dafür dann Bellarabi Second Inform zu kaufen. Dann kommt nämlich Boateng auch auf volle Chemie. Ist nochmal ein sehr netter Nebeneffekt. Und Bellarabi Second Inform insgesamt auch ein bisschen besser als die Sancho-Karte, meiner Meinung nach. Das zweite, was ich machen würde, ist auch das letzte, was ich machen würde bei diesem Team, wäre Chesney Second Inform für Handanovic reinzustellen. Ja, an sich ein sehr cooles Team da, Bundesliga, Serie A und
ja, wie gesagt, also SBCs sind auf jeden Fall am Start bei Giannis und wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von Stromberg. Er hat, De Rossi auf jeden Fall, sehen wir hier schon mal. Er folgt mir und ist beigetreten Januar 2019. Er schreibt, Hashtag Schießteam, Hashtag PS4-Share. Hey, ja, das ist mein Team. Seedorf und Cristiano sind am Trade. Budget ist 200.000. Ja, Grüße gehen raus an Hagelfrock fürs Verbessern. Vielen, vielen Dank. So, im Team haben wir im Tor Donnarumma. Dann haben wir in der Verteidigung Carvajal, Varane, De Rossi und Alexandro. Im Mittelfeld haben wir Cristiano Ronaldo, dann Seedorf, dazu Vieira und David Silva. Vorne haben wir Willian und Eden Hazard. 188 ist die Teambewertung. Entenhausen CF nennt sich das Team, ein Teamwert von 4,4 Millionen Coins, also eine ganze Menge. Ja, also Props gehen raus an Tradable Cristiano Ronaldo, das ist natürlich sehr geil. Was haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall Italien, ne, und La Liga und die Premier League. Und die beiden Icons, was soll ich hier machen? Das erste, was ich hier machen würde, ich habe schon echt lange überlegt bei diesem Team. Ja, also David Silva ist so eine Position, wo ich mir denke, kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Ich würde Griezmann da hinstellen, weil du hast ja mit Willian schon so eine Halbposition, genauso wie mit Hazard, die dann beide gut im ZOM spielen könnten. Und Griezmann ist halt nochmal ein bisschen besserer Stürmer, ein bisschen besser im Abschluss als die anderen. Wobei Hazard weiß ich jetzt nicht. Hazard ist wahrscheinlich trotzdem besser im Abschluss. Aber ich würde Hazard im Mittelfeld spielen und Griezmann neben Cristiano Ronaldo in den Sturm stellen, vor allem weil der Linksfuß ist. Ist natürlich dann auch nochmal ein Vorteil, einen Rechts- und einen Linksfuß zu haben. Wäre so das Erste, was ich machen würde. Das Zweite wäre dann Courtois für Donnarumma reinzustellen. Und das ist auch so eine Sache, was mir hier natürlich nicht gefällt in dem Team. De Rossi, da muss auch dran gearbeitet werden, weil, der wird ja schlechter, so wie wenig Chemie wir da hat. Und ich würde dann dafür Sergio Ramos reinstellen. Da hast du eine sehr gute Defensive da mit Ramos, Varane und Courtois. Und ja, das wäre auf jeden Fall meine Verbesserung. Wenn ihr andere Vorschläge habt oder wenn ihr das anders lösen würdet, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von Mauro. Er folgt mir und er schreibt... Warte, ich versuch's mal. Ich lebe in der Schweiz und bin 17 und mache im Männere Freizeit Handball und FIFA. Okay, beigetreten April 2019. Habe ich auf jeden Fall verstanden. Es ist immer interessant, wie man in der Schweiz... wie man Schweizerdeutsch schreibt, weil das schreibt man... Da gibt's ja, glaube ich, keine Regeln. Das schreibt man so, wie man es spricht. Ja, in jedem Fall schreibt der Gute auf Hochdeutsch. Hashtag PS4-Share, Hashtag Schießteam, @Schießtube. Hallo Shish, das ist mein Team. Habe 270.000 Budget. Robertson ist untrade. Grüße Swiss. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle Schweizer da draußen und ebenfalls an Pray to Win, Hagelfrock, David Döring und Freaks. Vielen Dank für die Verbesserung und wir kommen zum Team. Dann haben wir im Tor Handanovic, dann haben wir Salko, dazu Skriniar, dann haben wir De Frey und zusätzlich Robertson. Im Mittelfeld haben wir Fabinho, dazu haben wir Firmino und dann noch Fernandinho. Ganz viele O's auf jeden Fall am Ende. Dann im Sturm haben wir Riyad Mahrez, dann dazu Arnautovic und Richarlison. Hey du, who heißt das Team? Wir haben eine 185er Bewertung und dieses Team ist 470.000 Coins wert. Ohne Untradables oder beziehungsweise ohne SBC-Spieler. Ich habe mich auch mal gefragt, ob ich ein paar günstigere Teams reinnehmen kann. Das ist auf jeden Fall eins. Was würde ich hier machen? Wir haben ein Budget von 270.000. Da würde ich als erstes mal Vesalco rausnehmen und dafür Kyle Walker reinstellen. Wäre die erste Änderung, die ich machen würde. Oder die ich vornehmen würde. Die zweite wäre dann Lingard UCL Live für Firmino. Finde ich einfach nochmal einen deutlich besseren Zehner. Und das dritte, was ich machen würde, wäre Arnautovic rauszunehmen. Den habe ich selber gespielt eine Zeit lang, aber hat mich nicht final überzeugt. Und dafür würde ich Aubameyang die 87er Karte reinstellen. Die liegt auf jeden Fall auch noch im Budget drin. Ja, das wären so meine Verbesserungen zu Hey Duhu. Nochmal, wenn ihr dazu irgendwas habt, dann schreibt das auf jeden Fall auch in die Kommentare, wenn ihr da andere Meinungen zu habt. Zum Beispiel zu Firmino oder zu Arnautovic. In jedem Fall kommen wir zum nächsten Team. Das kommt von Snens, S-N-E-N-S. Ja, er folgt mir und ist beigetreten April 2019. Er schreibt, Hashtag Schießteam, Hashtag PS4-Share. Hey, ja, habe 200.000 zur Verfügung. An Trade sind Neymar, alle SBC-Karten und Foden. Danke. Ja, dann Grüße gehen raus an Hagelfrock, an Leroy Sané, an Noah und an Ale. Ja. Vielen Dank und wir kommen zum Team. Dann haben wir im Tor Allison, dann haben wir in der Verteidigung Valencia, Lukaku, dazu Kompany und Baines. Im Mittelfeld haben wir Meunier, dann De Bruyne und Doucouré. Vorne haben wir Riyad Mahrez, Willian und Neymar.
188 ist die Bewertung und wir haben einen Teamwert von 1,2 Millionen Coins. Das ist natürlich nicht wenig. Und ein Budget von 200.000. Was haben wir denn hier? Wir haben hier auf jeden Fall ein paar, ja... Was haben wir? Wir haben PSG, wir haben die Premier League. Genau, PSG und die Premier League. Das sind die beiden Ligen und da den coolen Link, da mit Meunier, De Bruyne und Company. Hast du auf jeden Fall ziemlich cool gelöst. Willian und Neymar linken dann auch noch, ne? Das ist auch nicht schlecht. 200.000 Budget haben wir und das ist eure Aufgabe. Da könnt ihr euch wieder austoben. Schreibt in die Kommentare, wie ihr dieses Team verbessern würdet. Einer von euch wird in der nächsten Folge prominent gefeatured werden. Ja. Wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, ist unten verlinkt und am Ende auch nochmal, weil ich habe jetzt einen englischen Kanal, wo ich auch Teambewertungen mache. Checkt das auf jeden Fall ab. Sheesh FIFA heißt das Ganze. Würde ich mich sehr freuen, wenn euch das interessiert, wenn ihr noch mehr Teams sehen wollt und das halt auf Englisch. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir haben Instagram. Checkt auf jeden Fall Sheesh Team ab und checkt Sheesh Tube ab. Das ist mein Instagram-Kanal. Und jetzt würde ich sagen, lasst diesem Video ein Like da, drückt auf die Glocke. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wäre auch mal cool, wenn wir hier auch ein bisschen vorankommen auf dem Kanal. Und in jedem Fall sage ich in diesem Sinne... Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. I kept everything inside.